Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Wir sind wieder auf dem Berg, ich bin extra hergelaufen. Und ich habe angefangen, ein anderes Digimon ein bisschen zu trainieren. Ich werde die Digitation dafür jetzt nicht einblenden. Hallo. Ha, ich bin die beste Tamerin. Keiner auf diesem Server kann mich besiegen, glaubst du? Sei dankbar, dass du überhaupt mit mir kämpfen darfst. Oh, geil. Oh nein. Kartenkampf, nein. Na toll. Okay. Ja, ich habe sowieso schon verloren, würde ich sagen. Nein, ich passe. Wähle deine Digimon, was ist das? Okay, das und das und das und das und das. So. Ich rufe meine Digimon. Na, die sind ja nicht besonders stark. Okay. Was wird das jetzt? Ja, ich benutze eine Programmkarte. Für ihn. Bing! Der hat mein Monster geklaut, also. So einer bist du also, du blöder Sp... Hier, komm, ich töte dich jetzt. Attacke! Tja. Die Runde geht dann wohl an mich. Arschloch. Sauber. Hey, ich hab mal gewonnen. Oh, geil. So viele Digimon. Was ist das? Keine Ahnung, was das war. Oh, er darf noch eine Karte ziehen. Oder sie... Nee, sie. Sie. Nein, ich benutze keine Programmkarte. Und dann noch schwarze Kraft. Okay. Oh, und jetzt kommt... Was ist das jetzt? Fieser Haken. Ey, willst du mich verarschen? Nimm mir auch noch mein Growlmon, du blöde Kuh, ey. Friss das. Ich bin ein bisschen stärker, würde ich sagen. Na, klaust du jetzt wieder meine Digimon? Nö, töte meine Digimon erstmal. Jawohl, ich hab gewonnen. So spielt man Digimon-Karten. Geile Sache. Endlich mal gewonnen. Yay. Geile Sache, voll cool. Ah, Booster 11A erhalten. Cooli Muni. So spielt man, oh yeah. Das ist der wahre Geist. Ich bin der Champ. Du bist ein Loser. Nu. Ja, jetzt ist Sky Greymon. Ihr könnt ihn jetzt sehen. Den habe ich angefangen zu trainieren. Ja. Eigentlich relativ cool. Es geht mir darum, schnell an ein Mega-Level-Digimon ranzukommen. Und Sky Greymon digitiert auf Level 99. Flame Lawns, wie süß. Dürfte nicht viel bringen. Sage ich ja. Machen wir nochmal einen Angriff. Bäm! Och, fick dich doch. Ja, ich hab immer schlau gemacht wegen Digitation und so. Und Sky Greymon, Level 99 geht's ab. Da kommt eins der geilsten Digimon, die man haben kann. Wird natürlich ausgetauscht, sobald Agumon Level 40 erreicht wird. Dann kommt die nächste Digitation für ihn, die normale Digitation. Ja, Meramon fuckt gerade ein bisschen ab. Wir werden den Berg erklimmen. Ach nein, das wollte ich... Oh. Ich wollte Magic Missile machen, Mann. Hat der eine hohe Feuerresistenz? Wollen wir mal gucken? Okay, gucken wir mal. Rising Fire! Und jetzt fülle ich bestimmt seine Energie auf. Bling! Und er ist wieder voll. Drei Treffer. Oh, er steht natürlich noch. Oh, das hat nichts gebracht. Ja. Ja, wie man sehen kann, sind die Digimon hier auf dem Berg echt verdammt stark. Ich habe alle trainiert auf dem Weg hierher. Auf Level 33 jeweils. Und dann gucken wir mal, wann wir das nächste Mal in ein Trainingscamp kommen. Och mein Gott, nochmal! Das kann doch nicht sein, oder? Ja, bleib bloß liegen. Dämliches Arschloch. So. Level 25 für Skygram. Ey, du sollst keine Techniken laden, du sollst neue Techniken lernen. Okay, und wir müssen schon wieder heilen. Hier ist was los, Leute, ich sag's euch. Auf dem Berg der Unendlichkeit. Nein, natürlich ist das nicht der Berg der Unendlichkeit. Wir sind ja nicht auf der Pfeilinsel.
So hoch, hoch, hoch den Berg, immer weiter rauf. Wir klettern immer höher. Guck, cooler ein Bergwerk. Hier waren wir auch beim letzten Mal. Da ist ein Loch, wo wir uns eingraben können. Tipp, 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 tipp. Hallo! Vielleicht bin ich einfach zu alt. Allein der Weg hierher macht mich fertig. Ich bin aber noch aktiver Thema. Haha, Witze, fuck off. Ja, wenigstens ein vernünftiger Kampf. Nicht Kartenkampf. Hier, friss mein Rising Fire, du Bastard. Bling! Drei Treffer. Bam. Hat das wehgetan? Boah, war gut. Das tut bestimmt noch mehr weh. Nein! Ah, good morning. Sky Greymon, bleib stehen. Du bleibst standhaft. Ich glaube an dich. Rising Fire. Um deine Eier. Bling! Ah. Bisschen mehr Damage können wir ruhig machen. Okay, wir kriegen auf die Fresse. Das macht damit gar nichts. So, dann wechseln wir gleich das Digimon, weil ich noch ein anderes Digimon trainieren möchte. Das muss nur Level 40 erreichen, damit wir ein Mega-Digimon kriegen. Bleib liegen. Und er steht immer noch. Oh, verreckt dran. Hier. Meine Kralle in dein Gesicht. Oder Magen. Bam. Boah, die Gegner hier werden echt immer härter. Deltamon. Okay. Wir kriegen jetzt erstmal auf die Fresse. Nein! Autsch. Okay, das geht aber noch. Nee, das nicht. Marke. Gilmon. Metal Mamimon muss trainiert werden. Dum, 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 dum. Metal Mamimon muss Level 40 erreichen. Dann kriegen wir ein weiteres Mega-Digimon. Level 40 ist ein überschaubares Level. Das müsste relativ fix gehen, denke ich mir. So, Technik. Mega-Strength. Erstmal schön aufpowern. Bling. Super. Au. Wen haben wir noch? Paildramon, ne? Oh, das muss ja jetzt passieren. Nee, ich will nicht wechseln. Marke. Ja, Stingmon und Exvimon brauchen wir nicht trainieren. Das wäre unlogisch. Wisst ihr was? Wir greifen jetzt einfach mal an. So, Metal Attack! Bam! Guckt euch das an. Alter Schwede. Überleb es, Metal Mamimon. Kommt schon. Jawohl, du bist geil. Metal Mamimon ist geil, Leute. Ich sag's euch. Metal Attack, los! Bam! Voll in die Magengrube und tot. So, ich hoffe, wir überleben jetzt noch... Oh, scheiße. Nein, wehr ab! Na, war klar. Was soll's. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Teammitglied. Und zwar Paildramon. Paildramon wird die Sache erledigen, aber vorher noch unser Team wiederbeleben. D-d-d-ding! So, Item. Lebendisk. Bling! Gilmon hat... er holt sich. Desperado-Raketen! Mit Mega-Strength! Das wird wehtun! Oh, nur zwei Treffer. Was zur Hölle? Dummer Bastard. Nächste Runde bist du tot. Verlass dich drauf. Och, wie süß. Er hat mich angegriffen. So, jetzt aber. Desperado-Raketen. Tötet ihn. Los. Frrrrt. So, tot. Game over. Aus die Maus. Na, wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir? Viel. 202. Da hat sich das Wechsel noch nicht mal gelohnt, ey. Ohne Scheiß. Dum, dum, dum. Ja, das heißt aber, dass ich die Leute nicht mehr ansprechen brauche, weil diese Kämpfe lohnen sich einfach nicht. Das ist totale Zeitverschwendung. Das kann ich mal offscreen machen. Wenn ich mal wieder trainieren muss, da kann ich die Leute besiegen, aber so bringt mir das nichts. Vor allem, das kostet viel zu viel Zeit.
Guck mal, wir sind schon bei 10 Minuten. Über 10 Minuten. Aha. Ich hab die Zeit im Blick, Leute. Ich sag's euch. Ich hab's Kimmy versprochen. Ich werde Server-Champ. Aha. Nicht, solange ich da bin. Ein Dreamogimon. Und es greift als erstes an. Fick dich. Düm, düm, düm. Oh Gott, die machen alle so fucking Schaden. Lauf! Jetzt geh nochmal auf die Fresse und jetzt bin ich bestimmt tot. Oder ich kann nicht weglaufen. Kann ich... Oh. Kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. So viel Zeit schon wieder vergangen und kaum was geschafft. Ohne Schmarrn. So macht das keinen Spaß. Rising Fire, komm, töte es, bitte. Sei so gütig. Nein, nur zwei Treffer, du bist ein... Ach was, das ist jetzt tot gewesen. Ach, leck mich doch. Kann nicht sein. 27 für Sky Greymon. Vielleicht brauchen wir gar nicht sein Level 99, bis wir Level 40 mit Agumon erreichen. Kann ja sein, dass wir vorher... Ja, wie gesagt, Level 40 erreichen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, alle geheilt. Weiter geht's. Meine Discs gehen mir langsam aus. Mhm. See aus Eis. Hier waren wir letztes Mal auch. Hier kann ich schwimmen. Will ich aber nicht. Wer weiß, wo ich da wieder hinkomme. Hallo, Gilmon. Ja, es ist kalt und schön. Und auch noch glitschig. Boah, hier ist es mir so kalt. Heul nicht. Wer bist du? Kämpfe sind mir zu grausam. Friedlich wäre es hier viel schöner. So. Das sieht auch episch aus. Legendäre Halle. Das klingt schon so legendär. Hi. Cecilia ist ohne mich gegangen. Alleine kann ich nichts machen. Bonjour, Monsieur. Du bist très bien. Bist, nein, 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 nein. Och, scheiße. Ach ja, komm, versuchen wir es nochmal. Hey, ich habe Kalumon gezogen, darf anfangen. Das Gelbe von Ei ist das nicht, was ich gezogen habe. Was macht er damit? Witzlos. Nochmal? Ey, du bist ja im Pfosten. Ich habe keine blaue Energie. Was wird das? Ja, jetzt hat er schon fast seine ganzen Karten verballert. Jawohl, ruf sie alle aufs Feld. Naja, so wirklich tolle Monster hat er da jetzt nicht. Und er hat bestimmt wieder irgendwelche Programmkarten. Ja, ich benutze eine Programmkarte. Los auf Togimon! Bling! Aha. Das sind also aber auch diebische Elstern. Die setzen alle Überläufer gegen mich ein. Guckt euch das an. Tja. Fail! Erste Runde geht an mich. Saubere Sache. Ach, shitte. Mitte. Viele Monster. Wieso das hier? Der hat mir meine rote Energie geklaut. Ja, und er kriegt ja eine weiße Energie dazu. Toll, du bist ein Held. Heißt jetzt, ich kann nichts Rotes mehr rufen. Toll. Mein Urgrimmon hat sich erledigt. Ja. Ja, natürlich hat er jetzt ein heftiges Vieh dazwischen. Und jetzt kommt's nämlich. Seine Programmkarten löschen wieder alles aus. Oder geben ihm Power. Aber ich bin noch stärker. Hey, ich hab gewonnen. Cool. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich. Hahaha, Loser. Gewonnen. Gott. So spielt man Karten, Leute.
Non, 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 verloren. Kämpfen wir das nächste Mal. Au revoir. Ja, bis dann. Oh, ein Kumamon. Wo ist die legendäre Halle? Es soll in diese Richtung, liegen. Okay. Hier ist nix. Flamedramon! Willkommen in der legendären Halle. Ich werde dich trainieren, also los. Cool, eine Trainingshalle. Jetzt können wir unsere DP benutzen. TP benutzen. Cool, das ist ein 45 für jeden. Defense ist ganz, ganz wichtig im Moment. TP5. Ich will nichts riskieren. Gucken, was da rauskommt. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Nein, das hat wieder nicht funktioniert. Oh, nochmal? Wie bitte? Was zur Hölle? Wie cool ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Komm, gleich nochmal. 10 TP darauf. Ja. Ja. Ja, oh geil. Ultra-Training, jawoll. Nein. Ach, du bist ein Hurensohn, echt ohne Scheiß. Okay, nein, nein, nicht Verteidigung, das hatten wir jetzt schon 10 Punkte lang. Machen wir jetzt mal einen Angriff? Oder Geist? Ja, Geschwindigkeit geht das mit dem Supertraining nicht, toll. Mal Geist, weil Geist ist für uns am wichtigsten. Mal 10 hier, komm. Warum nicht? Om, om, om. Und er pennt ein, genau. Ey, willst du mich verarschen, du dämliches Arschlochvieh? Alter! Ey, du bist so behindert. Wow! 5 Versuche und nicht einmal geschafft. Du bist der Held vom Erd... Oh, ich könnte das ganze Ding gerade zusammenschlagen, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat gut funktioniert. Seil springen, nö. Ja, hier kann ich jetzt die einzelnen Typen verstärken. Das will ich aber gar nicht. Ich muss unbedingt Seil springen. Das ist ganz wichtig. Mehr Geschwindigkeit. Jawoll. Das sieht gut aus. Ah, natürlich. Ah, guck mal, du bist auch ein bisschen behindert. Oh, du bist ein bisschen gehbehindert, ne? Ein bisschen sehr gehbehindert, Drecksvieh, ey. Meine Güte, da kann ich mich schon wieder drüber aufregen, ne? Fall am besten direkt wieder auf die Nase, blödes Vieh. Wow, Respekt. Wow. Oh, war klar. Oh, man kann sich nicht zu früh freuen, ohne Scheiß. Oh, Argumon, 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 du machst mich fertig. Defense haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das ist auch wichtig. Ja, machen wir mal... Ja. Ach doch, haben wir schon. Oh, Defense hatten wir doch schon. Nein. Ja, komm, mach Ultra-Training. Geht bestimmt in die Hose. Ja, ne... Angriff. Warum funktioniert das bei mir nicht? Warum ist Argumon so behindert? Wehe, das funktioniert nicht. Ich reiß dir den Arsch auf, ohne Scheiß. Oh, du bist so ein Drecksvieh, ohne... Oh, Alter. So, Geist brauche ich hier gar nicht benutzen, weil Wemon braucht das nicht. Angriff. Machen wir da mal TP 10. Ist mir scheißegal. Verballere ich jetzt meine ganzen Punkte. Ja, genau. Direkt in die Fresse, du dämliche Scheißvieh. Oh. Boah, 4-mal geschafft. Oh, shit. Defense, machen wir auch mal TP 10. Einfach mal versuchen.
Schaden kann's ja nicht. Außerdem kriegen wir da verdammt viele Punkte für, wenn wir TPC... Ah! Schaffen. Nicht schlecht. Ja. Warum funktioniert das bei mir nicht? Warum funktioniert dieses fucking Ding bei mir nicht? Mal nochmal 10. Schon. Ja, super. Ja. Komm, legendäres Ultra-Training. Ja. 48 draufgekriegt. 601. Geile Sache. Puh. Jetzt nochmal 10 auf Seil springen. Mehr Speed. Warum ist da eigentlich kein legendäres Training mit drin? Ein bisschen schade finde ich das. Ach, war klar, man hat schon gesehen. Er hat schon angefangen zu wibbeln. Es war so klar. Boah, die Def ist jetzt richtig hoch. Jemand wird zu einem unserer stärksten Mitkämpfer, Kämpfer. Ach, haben wir noch ein bisschen Angriff hoch für 5 TP. Was soll's. Wir haben's ja. Wing. Normal. Nein, direkt in deine Fresse. Genau. Du bist so ein Pissvieh. Ohne Scheiß. Du hast es einfach nicht drauf, Wehmann. Naja, Argumon ist schlimmer. Der hat... Das geistige Training hat er total verkackt, der Kerl. So, was brauchst du? Hier, Geist kannst du, glaube ich, gebrauchen einmal. Mal da mal 10, komm. Wir haben es ja sonst... Wir haben es ja. Können wir uns ja leisten. Weil seine Superattacke... Ja, genau. Ist ja speziell. Mann! Alter, du bist so ein Bastard. Penn am besten weiter. Oh. Angriff. TP 10, komm. Kriegst du das hin oder holst du gleich wieder rum? Ne, ich glaube, er haut sich das Ding gleich gegen den Kopf. Wetten? Ja. Mach das gleich nochmal. Ach, doch nicht. Aber jetzt, ne? Komm, hol dir mal in die Fresse. Ach, doch nicht. Komm, aber jetzt. Ja, fick dich. Fick dich, du Drecksvieh. So, Defense. Unsere Geschwindigkeit ist schon bei 408. Wir können ein bisschen magische Kraft hochhauen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, komm, mach Ultra-Training, wird nix. Oh, doch. Bäm, 554. Junge, Junge, das wird ja richtig gut hier. Nice. Wollen wir nochmal geistig versuchen? Ne, wir müssen hier mal nochmal Geschwindigkeit, oder? Ja, das ist ja unser Vieh für Aufpimpen. Das heißt, Geschwindigkeit kommt da gut an. Wenn das denn auch funktioniert. Ja. Komm nochmal. Ja. Nee. Alter Schwede, Respekt. 5 habe ich noch. Worauf klatschen wir das? Nochmal ein bisschen Magie. Hm. Entweder Magie oder Defense. Wobei Defense hat er eigentlich genug, ne? Oder? Im Gegensatz zu den anderen. Ja, Argumon ist der schlechteste von allen. Hauen wir nochmal ein bisschen Magie hoch. Super Training Geist. Für 5. Los geht's. Bling, bling, bling. Diesmal ist er nicht weggeschnarcht. Aber jetzt, genau. Ach, so ein Drecksvieh ohne Scheiß. Immerhin. Um 26 erhöht, 300. Das ist ja unser zweitbester von Magie her. Und das war's. Super, das war das Training. Im nächsten Part machen wir weiter, die Gegend zu erkunden. Und hoffentlich finden wir bald einen Speicherpunkt. Nicht so wie beim letzten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Digimon World 2003. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku.